Hallo und willkommen zu Kapitel 7 von Teenage Dirtbags, geschrieben von Bagan, gelesen von mir. Vorab entschuldige ich mich, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Das war sie auch schon in den letzten Kapiteln, aber jetzt ist es ein bisschen schlimmer geworden. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr auffällt. Dann fange ich mal an. Kapitel 7. Changing. Als Bob zu Hause ankam, fand er einen Zettel auf dem Küchentisch, der ihm mitteilte, dass seine Eltern mit Freunden zum Sonntagsbrunch verabredet waren. Das kam ihm ganz gelegen. Er hatte zwar nicht so viel getrunken wie Peter, aber so ganz fit fühlte er sich dennoch nicht. Bob schnappte sich etwas Orangensaft aus dem Kühlschrank und verzog sich in sein Zimmer. Seine Kameraausrüstung lag noch auf seinem Schreibtisch, wo er sie zurückgelassen hatte. Unschlüssig griff er nach der Kameratasche und drehte sie in den Händen. Normalerweise nutzte er die Sonntage ganz gerne, um mit Belichtungsdauer und Kontrasten zu spielen. Aber heute hatte er dazu nicht wirklich Lust. Ein kurzer Blick in den wolkenverhangenen Himmel bestätigte ihn. Es würde wahrscheinlich jeden Moment eh anfangen zu regnen. Bob ließ sich mit der Kamera aufs Bett fallen und klickte sich durch die letzten Bilder, die er geschossen hatte. Bilder vom Strand und Nahaufnahmen der Rosen im Garten seiner Mutter. Ein Bild seiner Eltern, wie sie gemeinsam auf dem Sofa lagen und Nachrichten guckten. Nichts wirklich Interessantes. Bob scrollte schneller. Die Bilder begannen über den kleinen Bildschirm der Kamera zu fliegen wie ein Film, bis er plötzlich stoppte. Ein Foto von Justus und Peter in der Schrottplatzgarage. Peter lehnte in einem Overall an seinen MG, die Arme vor der Brust verschränkt. Justus stand neben ihm und zog sein Doziergesicht, wie Peter es nannte. Was wohl die Erklärung für Peters genervten Gesichtsausdruck war. Bob lachte in sich hinein. Manchmal war es ihm ein Rätsel, warum Justus und Peter eigentlich befreundet waren. Abgesehen von ihrem Detektivclub hatten sie so gut wie nichts gemeinsam. Naja, und ihre Freundschaft zu ihm natürlich. Bob klickte langsam weiter. Noch mehr Bilder von Peter in seinem Overall, wie er an seinem MG herumschraubte. So langsam erinnerte sich Bob wieder. An diesem Tag war es brutal heiß gewesen. Kein Windhauch hatte ihn etwas Abkühlung gegönnt. Irgendwann hatte Peter das Oberteil des Overalls geöffnet und sich die Ärmel um die Hüfte geschlungen. Bob zoomte etwas näher heran. Mit der vor Schweiß und Motoröl glänzenden Brust neben dem Sportwagen sah Peter aus wie ein Model in einem Artkalender. Kelly würde sich bestimmt über diese Bilder freuen. Bob schluckte plötzlich. Hastig packte er die Kamera weg. Als er gestern im Scherz Peters Bauch begrapscht hatte, war er überrascht gewesen, wie gut sich die Muskeln unter seinen Fingern angefühlt hatten. Ein wenig zu gut. Bob stemmte sich vom Bett hoch und ließ sich im Schneidersitz vor dem bodentiefen Spiegel an seinem Kleiderschrank nieder. Kritisch betrachtete er seine Spiegelung. Er sah aus wie immer. Blondes, wuscheliges Haar, blaue Augen, blaue Jeans, weißes Shirt. Er sah aus wie immer. Aber er fühlte sich nicht wie immer. Bob fuhr sich mit einer Hand übers Gesicht. Keine Ahnung, was momentan mit ihm los war. Es lief gut für ihn. Er hatte gute Noten, seine Eltern waren echt in Ordnung, er war beliebt und über mangelnden Erfolg bei den Mädchen konnte er sich auch nicht beschweren. Er mochte zwar nicht der Allergrößte sein und von eher schmaler Statur, allerdings schätzten die Mädchen seine ruhige, entspannte Art und seinen Humor. Apropos Mädchen, vermutlich sollte er Selina mal schreiben. Als die ihn gestern einfach geküsst hatte, war er zwar überrumpelt,
aber nicht abgeneigt gewesen. Sie kannten sich vom Fotoclub der Schule. Selina hatte ein wahnsinnig gutes Auge für Fotos. Abgesehen davon war sie einfach verdammt heiß. Nein, Bob hatte eigentlich echt keinen Grund, sich zu beschweren. Trotzdem nagte eine gewisse Unzufriedenheit an ihm, die er einfach nicht los wurde. Kurz entschlossen sprang er auf und lief ins Badezimmer. Dort zog er das Make-up-Kästchen seiner Mutter aus dem Spiegelschrank. Etwas ratlos betrachtete Bob die Vielzahl der Produkte. Mascara konnte er identifizieren. Auch einen Lippenstift und Lipgloss. Aber das war nicht das, was er suchte. Doch hier! Bob schnappte sich einen schwarzen Stift, auf dem Extreme Lasting 24 Hours Eyeliner stand. Unschlüssig drehte er ihn zwischen den Fingern. Durch seine Arbeit bei Sex Handler lernte er viele Musiker und ihre Entourage kennen. Einige davon waren ziemliche Paradiesvögel, die auch offstage gerne Make-up trugen. Eyeliner tragende Männer waren hier keine Seltenheit. Bob wandte sich dem Spiegel zu und zog die Haut unterhalb seines Auges ein wenig nach unten. Er hatte Mädchen schon dabei beobachtet, wie sie sich schminkten. Daher wusste er, wie er den Stift anzusetzen hatte. Vorsichtig fuhr er mit dem Eyeliner über die Haut. Die färbte sich unter seinen Strichen langsam schwarz. Nachdem er zufrieden mit der Intensität der Farbe war, lehnte er sich zurück und betrachtete prüfend sein Spiegelbild. Sein linkes Auge war nun wesentlich stärker betont als sein rechtes. Irgendwie kam das Blau seiner Augen durch das Schwarz besser zur Geltung. Es strahlte regelrecht. Grinsend beugte er sich wieder nach vorne und zog auch noch nach dem anderen Auge Eyeliner auf. Zufrieden mit seinem Werk packte er das Make-up seiner Mutter wieder zurück in den Schrank und schlenderte zurück in sein Zimmer. Auf dem Weg dahin fischte er sein Handy aus der Hosentasche. Was wohl Jelena zu seinem Make-up sagte? Bob öffnete seine Kamera-App und wählte die Frontkamera aus. Es dauerte eine Weile, bis er den besten Winkel für ein Selfie gefunden hatte, in dem man den Eyeliner auch gut erkennen konnte. Grinsend betätigte er den Auslöser, warf sich auf sein Bett und sendete es an Jelena mit einem simplen Fragezeichen als Untertitel. Obwohl speziell Justus so seine Probleme mit Jelena hatte, war sie mittlerweile eine echt gute Freundin für Bob geworden. Peter behauptete ja, dass Jelena auf ihn stand, was er für Schwachsinn hielt. Jelena war viel zu klug und selbstbewusst, um für jemanden wie ihn zu schwärmen. Eines Tages würde sie wahrscheinlich Präsidentin oder so werden. Ein Vibrieren benachrichtigte ihn über eine neu eingegangene Nachricht. Jelena hatte schon zurückgeschrieben. Sie sendete 3 Flammen-Emojis und den Text: "Oh wow, sieht Hammer aus. Was ist der Anlass?" "Bob, gibt's keinen Anlass. Wollte ich nur mal ausprobieren. Smiley." "Jelena, steht dir wirklich? Solltest du öfter tragen?" "Bob, weiß nicht. Kann ich so wirklich rausgehen?" "Jelena, warum nicht?" Bob ließ das Handy für einen Moment sinken. Ja, warum nicht? Er nagte an seiner Unterlippe und schrieb: "Will nicht, dass das jemand falsch interpretiert." "Jelena, falsch interpretiert? Meinst du, deine sexuelle Orientierung wegen ein bisschen Farbe um deine Augen vermutet? Come on." "Bob, du weißt doch, wie judgy manche sind." "Jelena, meinst du mit manche Justus und Peter?" "Bob, nein." Er zögerte. "Ja, auch. Aber nicht nur."
Jelena. Dem Klugscheißer würde es vermutlich erst gar nicht auffallen. Und wenn es ihm auffällt, wird sie dir höchstwahrscheinlich nur einen Vortrag über die Geschichte des Eyeliners halten, der im Übrigen bereits von den alten Ägyptern verwendet wurde, for your information. Bob lachte auf. Wer hier wohl der Klugscheißer war? Jelena. Peter kann ich da nicht einschätzen. Was denkst du? Bobs Daumen schwebte unschlüssig über der Tastatur. So oft war das Thema Make-up bei Männern noch nicht aufgekommen. Eigentlich noch nie. Bei Sex war er schließlich immer alleine. Bob. Keine Ahnung. Werde ich wohl sehen, wenn es ihm auffällt. Jelena schickte ihm ein Daumen-hoch-Emoji. Bob legte das Handy beiseite und drehte sich vom Bauch auf den Rücken. Der Eyeliner ließ ihn sich wagemutig fühlen. Was sollte schon passieren? Damit war sein Entschluss gefasst. Er würde morgen zur Schule Eyeliner tragen. Abschminken konnte er sich dann immer noch. Das war das 7. Kapitel von Teenage Dirtbags von Bagham, gelesen von mir, Emil Schrauber. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um die zukünftigen Kapitel nicht zu verpassen und auch die Originalgeschichte in der Infobox sich anzugucken. Dankeschön!